England hat eine lange Tradition, herausragende Theaterschauspieler hervorzubringen. Und zu den größten gehört ohne Zweifel Laurence Olivier. Der Mann, der einst sagte, ohne Schauspielerei kann ich nicht atmen, hatte vielerlei Talente. Er war nicht nur ein unglaublicher Schauspieler, sondern ebenso Regisseur, Produzent und Theaterleiter. Und das, obwohl er eigentlich gar kein Interesse daran hatte. And I had more sense of conquest about getting a job on the underground than I've ever had in any other field since. Geboren wurde er 1907. Er ging in Oxford zur St. Edward's School. Auf Wunsch seines Vaters besuchte er eine Schauspielschule. 1930 heiratete er die Schauspielerin Jill Esmond. 7 Jahre später lernte er bei Dreharbeiten zu Feuer über England Vivien Leigh kennen. Obwohl beide verheiratet waren, verliebten sie sich. Sie heirateten 1940. Mehrfach traten sie zusammen in Filmen auf, darunter Lord Nelsons Letzte Liebe. Doch ihre größten Erfolge feierten sie getrennt. Vivien gewann Oscars für Vom Winde verweht und Endstation Sehnsucht, während Larry für Hamlet ausgezeichnet wurde. »1953 traten sie gemeinsam im Theaterstück Der Prinz und die Tänzerin auf. In der Verfilmung 1957 wurde Vivien allerdings durch Marilyn Monroe ersetzt. Olivier, der bei dem Film ebenfalls Regie führte, war wütend über Marilyn Monroes Mangel an Disziplin. In seiner Biografie gab er Jahre später jedoch zu, dass sie in dem Film wunderbar, besser als er sei und das Resultat den Ärger wert war.« Mit den Kinofilmen finanzierte er seine Leidenschaft, das Theaterspiel. »1955 trat das Ehepaar in dessen Geburtsstadt in einer Reihe von Shakespeare-Stücken auf, darunter »Was ihr wollt«, »Macbeth« und »Titus Andronicus«. Die hochgelobten Aufführungen gingen danach auf Tournee durch Europa. Vivien Leigh hatte sich während des Zweiten Weltkriegs beim Besuch der alliierten Truppen in Afrika mit Tuberkulose infiziert. 1967 starb sie im Alter von 53 Jahren an dieser Krankheit. Zuvor erlebte Laurence einen seiner größten Erfolge in der Inszenierung des Stücks Der Komödiant. Verfilmt wurde es mit Joan Plowright, für die Olivier sich von Vivien scheiden ließ. Larry heiratete Joan 1961. Sie blieben bis zu seinem Tod im Juli 1989 zusammen. Sein Credo war immer, sein Bestes zu geben. Man könne nicht mehr tun, aber sollte auch nicht weniger versuchen. Just do the best you can. You can't do more and you mustn't do less. Nach seinem Tod wurde seine Asche in die Westminster Abbey überführt. Eine besondere Ehre für einen besonderen Schauspieler.